Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Im letzten Video zeigten wir euch ja eine verlassene Schokoladenfabrik und es war doch recht interessant, auch wenn das Gebäude sehr abgerockt war, zu schauen, wie hat sich das Ganze entwickelt, nachdem auch die Produktion dann zum Erliegen kam und was auch am Ende tatsächlich noch von dem Ganzen übrig geblieben ist aus den Jahren, wo man hier erfolgreich Schokolade produzierte und auch andere Süßigkeiten. Wer das Video verpasst haben sollte, dem blende ich das Ganze jetzt hier oben rechts ein und dann widmen wir uns jetzt hier dem schon laufenden Video. Wohnhäuser sind ja immer nicht so beliebt, auch bei euch. Ich sehe das immer an den Aufrufszahlen. Aber Wohnhäuser sind immer wieder interessant, weil, wie ich finde, gerade dort sich ja das Leben abspielt. Dort wohnen viele Leute, es ist ein Kommen und Gehen und gerade Häuser wie hier sind ja häufig auch Gebäude gewesen, wo Leute ihr ganzes Leben drin verbracht haben. Und interessanter war auch hier wieder die Tatsache, dass wir viel finden konnten und ein bisschen Zeitkapsel war auch dabei, wie ihr sehen könnt. Wir sind Urbex LE Dreck aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch, wie schon gesagt, ein paar Wohnhäuser. Ulkigerweise wollten wir uns eigentlich ein paar Fabriken anschauen und hatten uns dazu ein paar Marker gesetzt auf Google Maps. Unser Weg kreuzte aber hier ein mehr oder weniger komplettes leerstehendes Viertel mit etwa 10 leeren Häusern. In alle sind wir nicht reingekommen, aber wir haben einige davon schon anschauen können. Ich habe dazu auch schon ein Video produziert von einem Gebäude, was extrem verfallen war. Das blende ich dir auch jetzt hier oben rechts ein. Das war wirklich ziemlich krass verfallen und eigentlich hätten wir da auch nicht reingehen sollen. Der Zustand war katastrophal und da fehlt auch nicht mehr viel, bis man hier auch abreißen muss, weil da Gefahr im Verzug ist. In diesem Haus hier war das Ganze eher das Gegenteil. Wir haben hier im Prinzip zwei Häuser, die verbunden sind mit einer Tordurchfahrt. Und wenn man durch die Tordurchfahrt durchgeht, dann kommt man noch an ein Hinterhaus, wo auch eine Werkstatt noch mit dran ist. Diese war extrem zugewachsen und insgesamt hielt sich der Vandalismus in diesen Gebäuden wirklich schon zurück. Dafür war der Verfall extrem groß. Wir haben einige gute Aufnahmen hier schießen können. Die Gebäude sind alle denkmalgeschützt. Allerdings gab es keine Eintragung im Denkmalschutzregister, von wann die Gebäude sind. Hier aus Leipzig kenne ich das ja so, dass die Gebäude dann immer vermerkt sind, zum Beispiel mit Klinkerfassade und Tordurchfahrt, Befriedung und so weiter und so fort. Das gab es hier nicht, aber ich habe gesehen, dass, wie gesagt, hier alles unter Denkmalschutz steht. Der Zustand war, je höher wir gekommen sind, immer schlimmer. Das Interessanteste war wirklich das Hinterhaus, was recht schwierig zu erreichen war, auch wenn der Hof im Prinzip gar nicht so groß war und uns vom Haus zu Haus der Weg bloß vielleicht 10 Meter trennte, habe ich wahrscheinlich 3-4 Minuten gebraucht, um dort bis rüber zu kommen, weil alles so zugewachsen war. Dort drüben erwartete mich dann fast schon wie eine Zeitkapsel, extremer Verfall und das Ganze muss wahrscheinlich schon sehr, sehr lange leer stehen. Ich nehme mal an, so typisch halt Anfang der 1990er Jahre, die Zeit, als viele Fabriken Konkurs anmelden mussten, Arbeitslosigkeit herrschte und dann auch der eine oder andere sein Glück im Westen versuchte. Solche Häuser sind also leider auch immer noch zu finden. Zum Glück auch immer noch zu finden. Sie erzählen doch eindrucksvoll, wie Leute damals schlagartig ihre Wohnung verließen und teilweise auch alles zurückgelassen hatten, um halt drüben in Westdeutschland ein besseres Leben zu finden.
Wie ihr sehen könnt, konnten wir leider im Hinterhaus nicht mehr alles anschauen. Es war hochgradig gefährlich, sich überhaupt im Gebäude aufzuhalten. Viele, viele Deckendurchbrüche über teilweise auch mehrere Etagen machten es schier unmöglich, dann noch weiter in die einzelnen Etagen reinzugehen. Das Einzige, was so gesehen recht safe war, war das Treppenhaus, was ja recht häufig der Fall ist. Aber dann konnte man auch nicht mehr angucken. Es war einfach schlichtweg zu gefährlich. Einige interessante Hinterlassenschaften konnten wir dennoch hier im ganzen Gebäude, nicht nur in dem Hinterhaus, sondern auch in den beiden Vorderhäusern feststellen. Es gab, wie ihr vorhin schon gesehen habt, noch die komplette Haustafel. Allerdings gab es hier in der Stadt wahrscheinlich keine Haustafel, wo auch dann die Namen alle eingetragen wurden. Das kenne ich hier aus Leipzig ganz besonders häufig, dass man dann unten reinkam ins Haus und dann war es mal eine Tafel, wer auf welcher Etage denn überhaupt wohnt. Warum das so gemacht wurde, weiß ich nicht. Wenn ihr da eine Idee habt, dann immer raus damit. Ich schätze mal, vielleicht war es auch für den Postboten gar nicht so verkehrt zu wissen, ob Schulze nun in der dritten oder in der fünften Etage wohnt. Aber ja, eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Ansonsten werde ich euch dann im Nachhinein wieder noch ein paar Bilder einblenden. Wir haben viele Bilder auch hier schießen können. Ich verabschiede mich dann jetzt schon von diesem kurzen Clip hier. Hoffe, wir hören uns beim nächsten Video wieder. In diesem Sinne, bis bald. Macht's gut und ciao.